Hi Leute, hier ist erstmal der Schaltplan von dem Funkgerät. Der ist aber noch nicht vollständig, noch nicht fertig hier, da an dem Balance-Mischer wird rechts und links noch HF eingespeist und so. Aber soweit okay, der ist noch nicht fertig. So, dann habe ich mir gedacht, ich will meine Antenne ganz hoch machen auf einem ganz hohen Baum, wo ich nicht draufsteigen kann, der ganz, ganz hoch ist. Und dann habe ich mir gedacht, wie kriege ich einen Draht, so ein Langdraht, auf den Baum drauf. Und ich dachte mir, ich hole mir eine Drohne. Aber was macht eine China-Drohne, wenn man einen Draht dran macht und damit einen Draht hochziehen will? Ich habe hier eine China-Drohne. Ich schalte die mal ein. Ich lege die erstmal gerade hin. Dann schalte ich die ein. Dann schalte ich die Fernsteuerung ein. Dann jetzt vor und zurück. Und was macht die China-Drohne wohl, wenn ein Draht dran ist? Dann starten wir die Drohne mal. Was macht die, wenn Draht dran ist? Die legt sich schief, wenn Draht dran ist. Wir können nochmal starten. Die legt sich total schief, wenn ein Draht dran ist. So, starten wir dann nochmal. Zurück. Vor. Nicht so. Geht nicht mit Draht. Die ist total schief. Die geht komplett nach unten. Die geht hier nach unten. Dann dreht die sich und so. Die stürzt ab, wenn ich hier ein Draht in der Mitte dran mache. Und es ist egal. Also schwerpunktmäßig bin ich hier wirklich in der Mitte. Aber es ist relativ egal, ob ich genau die Mitte treffe. Weil die kippt ab. Und keine Chance, mit einer Drohne ein Draht hochzuziehen. Okay, nächste Lösung. Ich habe mal ein Video gemacht, weil ich einen Luftballon mit Wasserstoff gefüllt habe, einen Luftballon fallen ablassen. Also ich könnte ja einen Luftballon nehmen. Auch ja, die Drohne da zu fliegen draußen ist echt sehr, sehr schwer, weil ich habe den Eindruck, dass ein ganz leichter Wind, dass die Drohne das noch viel verstärkt, den Wind, und auf den Wind viel extremer reagiert, sodass sie dann viel weiter wegfliegt in die Richtung, wo der Wind geht und man nur extrem schwer gegenlenken kann. So an sich, wenn ich ohne Draht die starte, dann fliegt mir die schon, also die hebt auch gleichmäßig ab. Okay, die fliegt natürlich in die Richtung, drehen wir die mal um, dann müsst ihr in die andere fliegen. Genau, fliegt sie in die andere Richtung, aber die hebt gleichmäßig ab. Die hebt gleichmäßig ab, soweit so gut. Aber mit Draht, mit der Drohne den Draht hochkriegen auf dem Baum, irgendwie keine Chance. Also ich habe es ein paar Mal probiert, bin ein paar Mal gescheitert, Drohne ist mir runtergefallen. Also ja, einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, um den Draht auf den Baum hochzukriegen, ist ein Ballon. Also mit Drohne hier, zumindest mit China-Drohne. Abgesehen davon, dass sie verdammt schnell abhaut. Also die ist jetzt nach rechts gegangen. Das heißt, ich kann hier nach links korrigieren. Immer noch nach rechts, also kopieren wir, tun wir nochmal nach links korrigieren. Genau, jetzt geht sie mehr nach links. Jetzt geht sie wieder nach rechts. Okay, vielleicht liegt es auch an den Gegebenheiten, aber ich hole sie besser lieber gleich wieder runter. Also mit Drohne Draht hochbringen klappt leider nicht. Okay, dann machen wir mal Wasserstoff. Ich habe hier 3 Ampere, die hier reinfließen. Das ist mein MPP oder MPPT, also MPP-Laderegler, also der Regler, der eigentlich für Solar gedacht ist. Reingeht hier 14,8 Volt, 0,65 Ampere, rausgehen 3 Ampere, und der sorgt dafür, dass ich ja immer die gleiche Leistung habe, also die Eingangsleistung, die geht auch da rein. Hier habe ich Kaliumhydroxid drin und hier Elektroden aus einer Nickel-Metall-Hydrid-Akku, also das sind die Minus-Elektroden, weil die sich halt nicht so schnell auflösen. Dann hier habe ich Kalilauge, dann hier einfach einen umgedrehten, so
Joghurtbecher von sowas. Also den hier, den habe ich hier abgeschnitten, umgedreht, hier hinten ein Loch reingebohrt, einen Schlauch rein. Da kommt dann der Wasserstoff raus und der Sauerstoff spurtelt hier außen rum weg. Und wenn man hier sieht, da drin ist Schaumbildung. Ich muss da immer ein bisschen aufpassen. Jetzt könnte ich das Autofokus wieder brauchen. Ich muss da immer ein bisschen aufpassen, dass hier drin der Schaum, der sich bildet, dass der nicht an den Schlauch geht. Ich habe den Schlauch hier schräg abgeschnitten hier. Also der ist da sehr schräg abgeschnitten. Das hat den Vorteil, dass das Kondenswasser hier am Schlauch runter tropfen kann. Weil der hier so schräg ist, dann tropft das Wasser hier ab und das Gas geht durch den Schlauch da wieder durch. Da kann man die Schaumentwicklung sehen. Wodurch der Schaum genau kommt, weiß ich nicht. Vielleicht kommt er daher, weil ich von den Nickel-Cadmium-Akkus oder Nickel-Metall-Hydrid-Akkus habe. Von den Nickel-Metall-Hydrid-Akkus habe ich hier den Minuspol. Also das aktive Material vom Minuspol nehme ich als Anode, also auf, habe ich Plus drauf gelegt, weil sich das nicht auflöst in Kalilauge. Das ist aus, wohl irgendwie, ich schätze mal, so Nickel-Eisen-Legierung, die sich an Kalischen nicht auflöst und auch nicht rostet. Das sieht man auch daran, weil hier das Wasser noch relativ klar ist, bis auf das bisschen schwarze aktive Metallhydrid, was sich da ein bisschen gelöst hat, aber sonst ist es ziemlich klar. Hier habe ich ein wenig, also hier sprudelt Sauerstoff raus, der Sauerstoff, der sprudelt außen raus. Da drinnen habe ich den Kupferdraht, den habe ich da dreimal rumgewickelt innen, sodass von da der Wasserstoff hochkommt. Also bei Wasserstoff, da ist es kein Problem, Kupfer zu nehmen als Elektronenmaterial. Und hier beim Sauerstoff sollte man im alkalischen Eisen nehmen oder so. Und da halt ein bisschen Kaliumhydroxid rein. Kaliumhydroxid ist besser als Natriumhydroxid. Natriumhydroxid geht aber auch, also Natronlauge gibt es zur Not auch. Aber Achtung, das ist ätzend so. Und das macht mir jetzt Wasserstoff. Den Wasserstoff kann ich jetzt in so einen Spielzeug-Wasserball oder so sammeln. Also da geht der Schlauch hier hin, der wird drucklos in so einen Wasserball oder in so einen Schwimmring oder so. Also in so irgendeinen aufblasbaren Teil kann man das dann speichern. Genau, hier sind die Blasen, die Blasen da drin, die gehen wieder zurück. Hier sind auch Blasen, also die Blasen hier außen, die platzen relativ schnell. Aber die Blasen hier drin, die halten sich doch eine ganze Weile hier. Die Blasen, aber die sind doch relativ groß. Solange die Blasen hier den nicht erreichen, hier den da, wo das Gas hier durchkommt, solange die das nicht erreichen, funktioniert das. Von oben gucken, von oben sieht man irgendwie nichts. Ja, und ich habe dann hier die Folie darüber, weil hier das da, wo das der Sauerstoff hier raussprudelt, das spritzt hier. Dass da spritzt. Genau, hier kann man sehen, da spritzt ziemlich. Ja, da spritzt ziemlich. Und das würde mir alles voll spritzen hier. Und daher habe ich hier die Folie darüber. Mache ich die Folie darüber, sodass die Spritzer am besten dann gleich wieder da drin landen. Die Spritzer, die müssen da drin landen. Das heißt, die Folie mache ich hier mal da rein. Ups. Mache ich hier so da rein, sodass die Spritzer dann wieder runterlaufen oder drin landen. Man könnte in die Abdeckkappe sich auch was Besseres basteln oder so, aber ich war jetzt faul. Ich habe da einfach noch eine Folie drüber gemacht, sodass die Spritzer hier, dass die nicht rauskommen. Hier ist auch überall Folie drum. Hier habe ich eine Elektrode von dem Akku. Hier habe ich eine Elektrode vom Akku und hier habe ich eine Elektrode vom Akku. Und hier kann man sehen, dass die Spritzer auch auf der Folie landen. Das ist einfach nur so eine Glassichtfolie. Kondenswasser und Spritzer landen da und tropfen dann wieder ab und tropfen da wieder rein. Somit brauche ich eigentlich fast kein Wasser auffüllen. Noch ganz wichtig, den Becher höchstens halb voll machen. Nicht ganz voll, weil ansonsten, wenn der Schlauch verstopft ist durch irgendwas oder so, dann wird es überlaufen. Dann geht hier innen drin, sammelt sich der Wasserstoff, der geht nach unten und außen das Wasser drückt es raus. Aber ansonsten so, wenn das höchstens halb voll ist, also weniger als halb voll machen das Ganze, dann geht der Wasserstoff, der drückt es nach unten, hier oben drückt es die Flüssigkeit nach oben
Und dann haben wir ein bisschen einen gewissen Druck da drauf. Der ist nicht viel, der ist nur ganz, ganz wenig, aber er reicht, um so einen Wasserball oder so einen Schwimmring oder so aufzupusten. Zwar nicht prallvoll, allerdings speichert er den Wasserstoff nahezu drucklos. Das heißt, es geht schon einiges rein da. Weißt du, ich habe den Wasserstoff jetzt hereingefüllt. Das ist so ein Schwimmflügel oder so, nur mal zum Testen. Brauche ich ja nicht viel. Und so ein ganz kleiner Ballon. Größere Luftballons habe ich heute versucht zu besorgen, aber hat nicht geklappt, weil wegen bestimmten Ereignis gibt es keine mehr. Daher habe ich welche bestellt. Größere, das ist ja nur ein ganz kleiner. Aber es sollte mit dem auch funktionieren, wenn ich den mit Wasserstoff fülle. Also mache ich das jetzt da mal da dran. Drücke den da rein. Dazu brauche ich beide Hände. Daher, ich nehme jetzt mal kein Stativ. Ich tue jetzt einfach mal den Ballon hier mit Wasserstoff füllen. Und wenn ich den dann gefüllt habe, dann mal gucken, wie das funktioniert. Ob das besser funktioniert als mit dem China Quadrocopter. So, und das funktioniert schon mal viel besser. Ja? Der hängt an dem Draht. Der bewegt sich zwar auch etwas, ist auch ein bisschen windempfindlich, aber er hängt an dem Draht und schwebt. Und wenn ich den Draht losmache hier, dann streckt er nach oben. Und ja, und er hängt an der Decke. Jo, das funktioniert schon mal viel besser. Und wenn der mit dem Draht dann runtergezogen wird, dann ja, dann kann ich so einen Draht auf den Baum hochlassen. Es darf zwar kein dicker Draht sein, und ich sollte noch einen etwas größeren Ballon nehmen, weil das ist so ein Wasserbombenballon, also für Wasserbomben, und der ist sehr klein, also da passt nicht viel Wasserstoff rein, aber es funktioniert schon mal. Also er hat ein bisschen, er hat zwar jetzt nicht viel Zugkraft nach oben, aber er hat ein bisschen Zugkraft nach oben. Und ich dürfte mit einem dünnen Draht da auch wirklich auf den Baum hochkommen. Der Wind wird den zwar ablenken, aber das soll den auch ablenken, dass ich über den Baum drüber komme und so dann einen dickeren Draht hochziehen kann und eine Langdrahtantenne bauen kann. Aber ich nehme einen größeren Ballon dafür dann. Aber so wie es scheint, ist Wasserstoff besser geeignet dafür als ein Quadrocopter aus China. Noch ganz kurz will ich euch was ausrechnen. Und zwar, ich habe hier 3 Ampere. Und zwar bei 1 Ampere hätte ich 0,4 Liter Wasserstoff die Stunde etwa mal 3. Das heißt, für 1,2 Liter Wasserstoff muss ich eine Stunde warten bei 3 Ampere. Würde ich 4 Ampere machen, oder bei 5 Ampere, dann müsste ich 0,4 mal 5. Bei 5 Ampere kriege ich 2 Liter die Stunde raus. Aber man kriegt bei 1 Ampere, wenn 1 Ampere fließt, also wenn man in eine Elektrolyse, in eine Wasserelektrolyse, das ist eine alkalische Elektrolyse, wenn man da 1 Ampere reinfließen lässt, kriegt man 0,4 Liter die Stunde raus etwa. Bei 2 Ampere 0,8 Liter, bei 3 Ampere 1,2 Liter die Stunde. Aber es dauert schon, so ein Ballon, der hat ungefähr, ich schätze mal so 3 Liter. Das heißt, bei 3 Ampere, 3 mal 0,4, das wären 1,2 Liter, 1,224, das heißt, ich muss schon 3 Stunden warten, also 3 Stunden Wasserstoff sammeln. Die Spannung ist etwa so 3,6 Volt, die ich da reinschicke, bei 3 Ampere. 3,6 Volt mal 3 Ampere, das sind 10 Watt. Das heißt 10,8 Wattstunden mal 3. Das heißt 32,4 Wattstunden. 32 Wattstunden etwa brauche ich, um so einen Luftballon, so einen größeren zu füllen. Und dann hätte ich schätze mal so um die 3 bis 4 Gramm Auftrieb. Ja. Und ich denke mal, ich versuche das jetzt mal. Das hier funktioniert relativ stabil. Allerdings hier abdecken, sonst sprudelt das Sauerstoff hier dagegen. Man könnte sicher bessere Konstruktionen machen, aber so, so der Einfachheit halber und das, was man gerade zur Verfügung hat, also einfach so ein Kunststoffbecher, dann umgedrehten Joghurtbecher reinstellen, dann hier einen Schlauch dran machen, den Schlauch verbindet man mit was Aufblasbaren, also der muss wirklich dicht sein, weil Wasserstoff, der ist sehr, sehr dünn, da kommt durch ein ganz kleines Leck schon sehr viel aus, und dann halt einfach Elektroden aus Eisen oder aus so Minus-Elektroden von Nickel-Metall-Hydrid-Akkus,
Elektroden von Nickel, Metall, Nitrit, Akustik sehr gut. Dann da kommt ein bisschen Wasser rein, ein bisschen Kaliumhydroxid rein und schon geht die Wasserstoffproduktion los. Natriumhydroxid ginge auch zur Not oder Rohrreiniger würde auch zur Not funktionieren. Braucht man aber mehr Spannung dann und dann ist nicht ganz so effizient. Wobei, so hocheffizient ist es auch nicht. Es geht so bei 3 Ampere, 3,6 Volt etwa. Könnte die Spannung nochmal messen, aber so etwa 3,6 Volt auf 3 Ampere macht, ja. Also etwa so 10 Watt ungefähr macht ihr da. Und da muss ich halt dann wirklich 3 Stunden warten. Und dann habe ich 3 mal 1,2, also 3,6 Liter gasförmigen Wasserstoff, den ich speichern kann und dann in den Ballon umfüllen kann. Jo, also könnte ich alle 3 Stunden dann einen größeren Ballon machen. Okay, den Ballon habe ich wieder von der Decke geholt. Aber Achtung, statische Aufladung und so. Der kann wirklich brennen. Also der Wasserstoff gefüllt ist echt extrem brennbar. Verdammt gut aufpassen, vor allem bei statischer Aufladung. Da kann der Bumm machen. Und ja, von daher werde ich den Wasserstoff aus dem Ballon dann gleich mal wieder rauslassen. Und werde das dann später draußen machen, dass ich draußen den Ballon befülle. Und dann den Ballon hochlasse. Also den großen Ballon, hier ist nur ein kleiner. Also der ist nur so 10 cm dick und so, ich schätze mal so 15 cm hoch, ist nur ein ganz kleiner. Aber ja, es funktioniert, aufgeht nur voll. Die hält den Draht gespannt hier. Also die hält den Draht gespannt, der wird zwar auch vom Wind abgelenkt, aber der dreht nicht so total durch wie die Drohne und legt sich auf die Seite und lässt sich kaum noch steuern und so. Und ich denke, dass es mit Ballon eher klappen wird als mit der Drohne. Außer irgendjemand hat eine Idee für eine Drohne, die da stabiler ist, die auch eine Last hochziehen kann. Aber ja, die Drohne aus China, die kann nicht wirklich eine Last hochziehen. Und der Ballon, der kann das besser, eine Last hochziehen, dass er stabiler ist. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.